Hey, yo, was geht ab? Eure Party People wieder hier. Bei Mario. Ah, man kann auch rennen übrigens mit X. Ich suche. Mario und Hasen. Es gibt zwei Stellen, eigentlich, die ich gerade noch suche. Es gibt einmal halt da, wo die Party stattfindet, dann gibt es nochmal so einen Brunnen irgendwo. Das ist ein Brunnen. Du weißt Bescheid. Ja, guck mal hier, der hier. Das ist ein Brunnen, aha. Bestzeit schlagen. Mit X vielleicht. Tacha, Sportsfreunde! Ihr seht aus, als wärt ihr voller Tatendrang. Bereit für den Strahlestrand, Dummbarsch. Weitwurf-Wettkampf. Ist das jetzt bei uns? Das ist ein bisschen kind, wenn da so Bilder zwischen sind. Dummbarsch-Wettkampf. Ihr müsst alle Dummbärsche. Bärsche. In den Brunnen werfen, bevor die Zeit um ist. Ja. Für den Unkostenbeitrag von läppischen 20 Münzen erwartet euch eine Achterbahnfahrt durch das aufregende Leben eines Fischweitwurf-Profis. Und sagt ihr, na klar oder nee, danke? Ich sag ja. Weder noch. Wusste doch, dass ihr gut drauf seid. Noch ein kleiner Tipp: Rast mal gegen die Dummbarsche, dann lassen sie sich besser schnappen. Was müssen wir eigentlich machen? Alle Dummbarsche werfen. Noch was, wenn ihr zu weit weg geht, muss ich euch disqualifizieren und die Münzen sind futsch. Wie ihr die Fresse aufhat. Dem Sieger gehört die Beute. Ha, lustig. Weil er heißt Siegfried und Roy. Ne? Siegfried und Roy. Troll. Okay. Und einfach in sie reinrasen. Wie das Reinrassige eben zu tun. Und dann? Also. Und tschüss! Aber es ist halt auch einfacher fangen. Man kann sie nur fangen, wenn man die umgerast hat. Ja. Zwar. Kann man noch das Gameplay erklären. So, komm her. Nur ich danke für die Begrüßung. Ich hatte keine Idee. Ich auch nicht. Ich habe improvisiert. Natürlich. Gefangene Dummbarsche 3. Da steht Arsch. Ich glaube, wir müssen alle fangen. Nicht so, es gibt einen Spieler, sondern ich glaube, wir müssen alle fangen. Können wir doch die Krabbe da gleich mit reinwerfen. Geil. Krabbensalat. Nee, oder? Nee, ich hab doch respawn. Das wäre, wenn du zwei auf einmal kriegen würdest. Ja, ist die Frage, ob die sich wieder erholen, nachdem ich sie ja, irgendwie wahrscheinlich Tage bekomme. Einen kriege ich noch. Das ist die erste Welt. Das wird wohl reichen. Vielleicht ja, brauchen wir nur einen. 7. Herausforderung gewonnen. Sehr gut. Erste Sonne, das war Duftesportsfreund. Dafür gibt's Gold. Gold! Du hast meinen Rekord geknackt. Einigen wir uns auf ein Unentschieden, aber versuch es ruhig weiter. Nö, lass mal. Naja, bla bla. Komm, mach auf. Ist okay. Starker Fang. Oh, ich hab Milch. Wir haben Sahne bekommen. Kamm haben wir bekommen, endlich. Alter, Kamm in der Flasche. Wer hält uns die Party? Ketchup piept da oben in dem Glas, Alter. Piepto Ponka, Midi Master, Casting Kracher und Chiptune Macher. Aha. Wo ist hier eine Schallplatte? Schlechte Neuigkeiten! Meine beiden Alben mit polychromen Taschensonetten sind verschollen. Ich sehe, wie voll die sind. Polychrome Taschen. Was? Wenn ihr abzappeln wollt, müsst ihr sie für mich finden. Eure Schwingungen immer dreieckig sein. Ach, hier. Dann klauen die Bob-Bombs, die ist, oder? Keine Ahnung. Könnt ihr auch was nehmen, oder? Nee, sieht nicht los, ne? Schreibplatte ist doch recht schwer, da kann man nur einen oder anderen fragen.
Aber halt auch nur eine Person, die anderen müssen halt mentalen Beistand geben. DJ Jeep Tuner, Alter. So, gib her. Die Tuners haben's drauf. Tuners haben's drauf. Hier. Das kennt aus dem Trailer. Idioten. Na, ich würde sagen, wir gehen in die nächste Welt. Schön. Ja, komm rein. Wir können ja Team wechseln. Hm. Können wir machen. Wofür auch eigentlich? Also, keine Ahnung. Kann man aber auch lassen. Der Unterschied, denke ich, fühle. Okay, wir haben. Es gibt nur einen Heiler. Was müssen wir überhaupt machen? Okay, Augen abballern. Ja, Mario und Rabbit würde ich da lassen. Also wir gegen den Battle mit ins Team holen. Dann kommt Luigi. Jetzt weil... darfst du entscheiden. Ja doch, nämlich Luigi. Du weißt, was passieren wird, sobald eine gewisse Person, ein gewisser Spieler dabei ist. Soll ich spoilern? Ich weiß gerade also nicht, wie du meinst. Was du meinst. Kommt in die Schockwelle. Eine Rabbit-Version einer gewissen, eines gewissen Mario-Charakters. Rabbit Rayman. Richtig. Dann werde ich nur noch diese Person spielen wollen. Also du, die spielen wollen. Ich weiß, wer dich spielen will, wenn du mal so Gast bist. Also richtig so Gast bist. Die ganze Zeit in Rosalina, auch nur alleine. Mhm. Auch nur alleine. Das Team ist gut, ne? Ja. Oh, Items benutzen, ne. So, kämpfen. Rayman. Los geht's! Sehen wir's durch. Brauchen wir der Fruchttiger. Oh, Junge. Mario, gönn mal. Wir müssen aber nur die Augen besiegen, ist ja eigentlich auch nochmal sinnvolle Sache, die man wissen sollte. Zwölf Augen. Mehr als ich hab. Ja. Ich hab auch nicht so viele. Komm, ich hab schon wieder. Die verkackt. Na gut, Mario. Hm. Warum willst du überhaupt lang gehen? Komm, wir gehen hier lang. Hm. Luigi, komm mal ein bisschen. Ich kann nichts mehr tun. Komm. Oh, ich hab mich wieder verdrückt. Aber oh, ich hab auch getroffen. Okay, dann ist alles gut. Sehr gut. Oh, ich wollte eigentlich. Okay, gut. Also ein gutes Verdrücken. Oha. Oh, die. Ja. Oh. Rest in Peace, Fruchttiger 1. 2 und 3 sind auch nicht weit. Okay. Let's go. Mario. Ja. Kann ich irgendwas aktivieren?
0% Chance. Egal. 0% ist auch eine Wahrscheinlichkeit. Ich geh mal in die Mitte. Ach ja. Ba, 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 ba. Rosella? Rosette? Und jetzt hat Wusch gemacht. So, Gegner sind dran. Na los. Was ist? Was ist? Das töten und das einfach ignorieren. Einfach das Swap-Portal töten. Wow. Würde schon gut gehen, wenn ich den nicht kaputt mache. Ich will mich einfach auf sie konzentrieren. Oh yeah! Oh yeah! Mario Time! Hat ein bisschen weh, aber ist okay. So, Luigi, du bist dran. So, Mobbing. Voll in den Rücken geballert, Alter. Cruella kann auch nicht mehr machen, gut. Dann. Cruella. Cruella. Cruo. Hab plötzlich Siedplatten. Nee. Dick beim Portal, sehr gut. Wir haben einen Tag kaputt gemacht, ne? Okay, kommt nur einer raus. Ist okay, ein Flieger, der tut eh nichts. Portal war viel kleiner als der, der da rauskam. Fake! Warum ist es 0%? Schmutz. Ja, fuck. Viel Schmutz. Sowieso. Let's go. Oh ja. Yeah. Komm jetzt auch nicht hin. Weil ich kann da, wenn jetzt einem eventuell geht's kaputt. Ja, okay. Braucht mehr als ein Schritt kaputt zu gehen. Luigi kann sich noch bewegen, sehr gut. Hoho, yes! So. Heldenlicht aktivieren, Kumpel, und dann regeln wir das schon irgendwie. Ja, die kann nichts machen, ist okay. Luigi! Luigi! Du bist Luigi? Alter, wieder gedodged ist, das war ja wild. Warum nicht vergiftet wird? Bestimmt nur Luigi. Ich hasse Luigi. Hm.
Läuft nicht so gut, weil wir taktisch unklug spielen, weil ich mir keine Mühe mehr gebe, weil das Spiel scheiße ist. Nein, kann ich dir nicht umdrehen. Na los! Ich würde gerne beide auf einmal treffen. Vom 0. Warum ist das mehr 0%? Das Auge ist verbuggt. Das Auge ist verbuggt. Ja, also wir müssen uns mal ein bisschen mehr Mühe geben. Muss Leute mal zugeben. Von wegen kommt es auf die Team mal an, ne? Nee. Ist nicht mal sowieso leicht, denn ich. Das gebe ich voll ganz zu. Also tut mir leid, Leute. Dass ihr euch das hier angucken müsst. Ja, das erste Game over, vielleicht. Oh! Und warum kann er den da hinten nicht anvisieren? Ja doch. Schuld ihn halt nur nicht, dann. Wie weit kann der laufen? Was fragt die Kamera? Welche Taste fragt die Kamera? Das hier. Ich kann noch. Ich kann noch zwei Aktionen machen. Gut, dann aktiviere ich das. Ja, mal gucken. Es wird nichts mehr, aber gut. Man kann ja mal probieren. Oh, ich kann das Geld halt töten. Oh ne. Ist nix. Durch die Wand. Das was wird. Und der ist weg. Wird nichts mehr. Hot. Der erste Tod, oder? Das glaube ich auch. Komm, tötet mich so einfach. Zögert das Unvermeidliche nicht. Boah, ich habe nervigen Portale. Oh, war ja noch zwei. Jetzt treffe ich jetzt beide. Ja, irgendein Winkel bestimmt. Wenn Mario weit genug schießen könnte. Wenn Mario weit genug scheißen könnte. Ja, ne? Leistungsschwendung, okay. Okay, was passiert jetzt? Pacht verloren. Ja. Wow! Krasser Game Over Screen. Ich dachte halt, wir werden keine Spielchen wird gelöscht oder so. Hm. Und Rebella ist scheiße. Wir nehmen Rabbit Peach stattdessen. Heiling ist schon nett. Richtig. Guck mal kurz in die Sparks rein. Ja, nehmen wir das ist doch schon diesen Schutzspark mit rein. Lügig Angriff mit keine Ahnung. Schadet anscheinend auch Mario. Gegner weglocken ist natürlich auch nochmal für das ganz nett. Machen wir das mal. Machen wir das doch mal. Werde ich doch einfach mal direkt auf. Haben wir wie viele Punkte haben wir? Zwei Stufen können wir. Er wird halt so sagen, wir gehen gemeinsam die Runde. Wer ist dann am sichersten, weil Peach hat kein Leben mehr. Ich glaube, die kann sich heilen. Oh ja. Für Geld. Nö. Heilsame Energie, kommt sofort. Für Rundenfähigkeit. Was auch immer. Nein, das hier.
Ich wollte gerade überspringen. Verrückt. Hui! Das ist wie über so Autos rutschen in GTA. Hui! So. Jetzt! Okay. Okay. Ein Teamsprung. Ja, gut. Also können wir auch mit den Portalen besser umgehen. Die Portale, die halt da sind, ja, die töten halt und die anderen halt nicht. Weisheit des Tages. Ups. Einfach eiskalter Mord am Strand. Don't running on the beach. Mord am Strand. Ach, Luigi. Auch im Mario Galaxy geklaut. Da kann man Luigi spielen. Crazy. Hat sie gerade Fuck gesagt oder Zack? Zack. Fuck. Ey, oh, oh Gott. Komm, Mario. Sag doch wenigstens LOL. Das akzeptiere ich noch. Ich nicht. So. Sag ich nämlich leider auch viel zu häufig. Ich nicht. Ich sag auch für andere Sachen viel so auch. Fuck, zum Beispiel. Das ist gut. Okay, danke. Danke, dass du mich so akzeptierst, wie ich bin. Ich schreibe Pock immer nur. Pock oder Kock? Ja. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Komm, stirb. Danke. Oh yeah! Wir haben auch Items übrigens, um uns zu heilen, fällt mir gerade ein. Mann, die umrennen kann man die nicht, ne? Nee. Oh, right. Stell dich hier hin. Kämpft irgendjemanden? Nö. Macht's trotzdem. Oh, ich kann Luigi nicht springen. Lappen, was? Ja, gut, dann halt nicht. Komm, töte den Kleinen am besten. Komm, guck da oben, komm. Vielleicht kann man das daran erkennen. Ich glaub nicht immer. So, der Typ kann nichts machen. Genau, da kamen zwei raus, aber der andere kam glaube ich nur ein Fruchtiger raus. Aua. Ich
Ich lasse sie dann zurücklaufen. Hey, hey. Yay! Yeah. Yay! Yeah. Hashtag gute Genesung. So, Immer nicht so gut, das ist wirklich gerade gesagt. Ja. Können wir Rabbit Peach nicht mehr ins Team nehmen? Also nie wieder? Problem ist halt nur, sie heilt. Ach, warum? Weiß es auch nicht. Vielleicht macht Rosalina das ja auch bald. Ich bin auch eine Heilerin. Bitte. Nicht gut, Mario, was du da tust, aber von mir aus. Oh yeah, thanks, Dom Luigi. Hm. 30%. Oh, Geld auf den hier. Peachy Boy. Rio in Kanade. Ruhe in Frieden. Ja. Hashtag Ruhe in Frieden. Bisschen noch mehr Fahren machen. Aua. Machen wir auch nicht mehr viel. Okay, vergesst das Spiel ist nicht einfach. Vergesst, was wir gesagt haben. Oh Gott. Kann ich beide umrasen? Phönixfeder! Kann ich irgendwie Spiel neu starten? Spiel neu starten, neuen Spielstand. Puh, was können wir denn machen? Wen haben wir denn noch so im Team? Weiß ich nicht. Niemanden. Also heilen auf jeden Fall. Ja. Verrückt Mario. Spark. Oh. Auf Hope. Danke. Den Wasserspark. Ja, von mir aus. Bei dem mal Feuerspark. Weil der schützt von den Feuerangriffen, die Leute hier machen. Wir machen nächstes Hin und nehmen die Leute mit Feuer rum. Richtig frech. So. Folge schon 2 Stunden. Nein, nicht ganz. Erstmal heilen. Ist doch die 2. Folge, ne? Ja. Oh, weia. Dieser Teil des Lieds, dieses erinnert mich an mein Kingdom Hearts. Ja, warum wohl, ne? Liegt wohl am Kingdom Hearts Kommunisten hier in dem Spiel. Ah. Kommt höher. Interessant. Doppelklopper. Du wirst Gegenschlag aktivieren. Ne, ich glaube, ich versteck mich jetzt hier mal. Das Abballern funktioniert an der Stelle leider nicht, das ist okay. Also eigentlich nicht, aber. Okay. Damn, son. Ja. Also Portale sind dann auch voll OP, finde ich.
Aho. Ich bin. Nein, bist du nicht. Halt still. Ich springe. Ich komme. Oh yeah. Kann Mario kann glaube ich die beiden Augen töten. Ja gut. Er kann Rapid Mario nämlich. Könnte auch feuern, ne? Können wir nicht. Ja, einfach mal raufhauen. Oder auch nicht. Er hat keine Reichweite, ist okay. Wie ich auf YouTube. So. Wie bitte? Wie ich auf YouTube. Ja. Keine Reichweite. Same. Hätten sich verschwendet? Na egal. Entspann dich! Mama! Mama! Mama Luigi! Okay, Rückschlag. Wie jedenfalls der Rückschlag hat sich gelohnt. Der Fallrückzieher. Was ist denn Ding der gewesen? Das hab ich auch gehört. Arg! Arg Survive? So, weg hier von den Typen. Ja, da sind halt auch Gegner. Der muss hier stehen bleiben. So, Bobo. Bitte trifft mich nicht. Der hat mich, ne? Kann schon sein. Ich glaube, sonst wird es zu lange laden. Gutes Spiel auf jeden Fall. Ah, nee, okay. Hat den Killer an, ich war einfach nur scheiße. Schon sagen wir. Was ist passiert? Kann Peach noch laufen? Nee. Mario töten. Oh ja, stimmt, da war ja was. Mario töten? Mario töten. Ich bin dabei. Komm, wir zünden den an. Und er rennt weg bei uns und dann macht er nichts. Unempfindlich. Ja gut, dann. Unempfindlich. Fügt allem in der Nähe einen Flächenschaden zu, ja auch mit Mario. So. Geiler Content auf jeden Fall. 682. Guter Content. Ich wünschte, er wäre meiner. Okay. Ich weiß auch nicht, was ich hier gerade labere. Kann Peach heilen? Ne, kann sie nicht. Weil doch gleich kann sie heilen. Also los! Eiserne Energie, komm sofort! Eiserne Energie! Mario kann noch ein bisschen laufen. So. Ja, er kann die Fruchtiger am besten einfach ignorieren, soweit es geht. Gut aus. Geht natürlich nicht immer, aber... Ja. Nein, nicht. Ich will das hier aktivieren. Da. Oh,
da. Jetzt schon mehr zerstört als im Versuch vorher. Okay, kann ich töten? Na komm, die Wahrscheinlichkeit reicht aus, um den zu töten. Dann stoße ich einmal in den rein. Hallo. Hallo! Einmal reinstoßen. Ja. Da kann ich hier rüber. Ja, dann halt nicht. Los, Item verschwenden. Juhu! Man kann doch irgendwann was tun. Nö, gut, dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Entspann dich! Der ist trotzdem gestorben, ich hoffe. Das Portal ist gerade nicht da, aber es kommen gleich wieder welche. Gehst du not? Ist ein Spiel. Ich finde das hart ein Videospiel. Krass. Let's go. Oh, den töten und den da ballern. So, Peach. Peach, Bitch. Für meine Verteidigung. Und ja, mal gucken, ne? Ich würde es gerne jetzt schaffen, die Folge geht erst 40 Minuten. Scheiße. Du Scheiße! Naja. Da hinten ist halt leer. Soweit. Und der kann nichts machen. Na, kann der was machen? Ich kann nichts machen, wenn jetzt nicht unbedingt nach rechts gehen, wo ich halt hingehe jetzt. Und was passiert so weit? Pass auf. Ja, okay, das ist okay. Der kann nichts machen. Hm. Komm, muss ich hier fallen? Der kann den Lauf. Ich kann natürlich auch noch. Ich werde kein Peach laufen. Kommt er da hin. Weil dann könnte Mario. Kann auch Gegner ballern, wenn er jetzt kein Auge treffen kann. Hm. Peach Girl. Ich will da hinten einen töten, aber. Nö. Der tötet uns gleich. Ach ja. Ja, ja, die können nichts. Die Tigerenten. Tigerenten. Und ich frage, okay, der kann nichts. Aber wenn er es versucht. Deckung gehen ist halt auch mal eine gute Sache. Glaub man nicht zu schätzen. Ja. Klingt sinnvoll. Okay, zwei neue Portale, aber eigentlich brauchen wir die, glaube ich, jetzt nicht mehr. Wie weit kann Peach laufen? Ich glaube, ich kann Mario von beide Augen treffen. Peach nimmt jetzt das letzte Auge. Kann er nochmal eine Heilung raushauen, einfach nur weil wir es können. Nein, nicht das heilen. Ne, das ist heilen. wo ist das Auge einfach hier lang fliegen? Auge der Wahrheit. Auge der Wahrheit ist eine gute Sache. So, endlich, meine Güte. Jawohl!
geschafft. First try, genau. Im dritten, vierten Versuch. DJ Sheeptune. Ja, das hören wir uns jetzt an. Das ist quasi die Belohnung, die wir jetzt bekommen haben. Ein Tagebucheintrag. Das alles. Ah. Wackel, Dackel, Oszillator, Kater, Schnauze. Ja, wir haben es geschafft. Der gibt mir Hoffnung. Danke, ich nenne es Fish and Chips, jede Menge feuchte Pulsmelo. Ich mag den Spaß! Nice. Alter, Jan belaschen. Yeah, ich will den auch stark! Los ist wie bei unserem Partyschweiß im ersten Teil. Tolles Minispiel auf jeden Fall an der Stelle. So. Filmen wir mal kurz. Y. Was ist Y? Minus. Was ist Minus? Flockenborken. DJ Cheap Tuna ist ein angesehener Musiker, der von Augie, dem Wächter des Planeten, unter falschen Versprechungen nach Strahlestrand gelockt wurde. Auch wenn das Konzert nicht wie versprochen ausverkauft war, bringt er mit seinen primitiven elektronischen Kompositionen Massen von Fans in Wallungen. Eine solche Verbundenheit mit Kunst ist eine Erfahrung, die ich noch nie gemacht habe, aber ich möchte es gerne. Er hat bereits angekündigt, dass sein nächstes Album ein Trans-Chiptune-Vaporwave-Indie-Chill-Pop-Crossover sein wird, das ihm hoffentlich das Geld für seinen Rückflug einbringt. Sure. Ja, damit bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.